nichts zum Thema Gesundheit vortragen. Es ist ein eigennütziges Ding. Ich lebe sehr ungesund und habe gedacht, es kann nicht schlecht sein, sich mit Pflegekräften gut zu stellen. Es wird mich treffen. Prost. Gut, danke. Ich finde das toll, dass ihr auch Menschen wie mich wenden könnt, ohne große Anstrengungen zum Beispiel. Und waschen. Ich finde das gut. Ich möchte zu Beginn einfach drei Texte vortragen. Zwei kurze, ein bisschen länger. Der erste ist, dass ich freue mich, hier zu sein. Und es ist schön. Und das war auch die... ich danke für den einen Menschen. Lass mal. Ihr könnt eurer Freude Ausdruck verleihen, indem ihr nach vorne ruft, es ist schön. Es ist schön. Geil. Und damit können wir arbeiten. Das folgende Gedicht heißt... Es ist schön. Ja, und das geht so. Es ist schön. Aufzustehen, wann man will. Es ist schön. Wenn man ganz still ein Katzenfell berührt. Es ist schön. Wenn man einfach die Zeit verführt, sich freiwillig zu geben. Es ist schön. Wenn man Spinnenweben aus der Nähe betrachtet. Es ist schön. Wenn man achtet, was einem zufliegt. Es ist schön. Wenn man kriegt, was man nicht verdient. Es ist schön. Wenn man sich den Weg vermied, der Rückschritt bedeutet. Es ist schön. Wenn jemand zum Essen läutet und man selbst es gemeint. Es ist schön. Wenn sich vereint, was sich nicht vereinen muss. Es ist schön. Wenn ein Kuss zum Knutschen mutiert. Es ist schön. Wenn ein Kleinkind probiert, wie Oliven schmecken. Es ist schön. Dich zu lieben. Es ist schön. Dankeschön. Das war das schöne Liebesgedicht, jetzt kommt das unangenehme Liebesgedicht. Das ist doof. Okay, stimmt. Ja. Das ist aber auch wirklich doof. Das heißt, das ist wirklich doof. Das heißt, nur nicht den Faden verlieren. Ich habe dir mein Herz geschenkt, zumindest was von übrig war. Du hast es in den Schrank gehängt und sagtest, danke, wunderbar. Das sieht hier drin entzündend aus und hat mir noch gefehlt. Ich leg das mal vom Morgen raus und lächelt es beseelt. Du hast es manchen Tag getragen. An diesen Tagen war ich froh. Doch begann ich mich zu fragen, warum ist das nicht immer so? Und so bekam es kleine Schlieren und manche Löcher dann und wann. Doch statt das Herz zu reparieren, zogst du es einfach nicht mehr an. Ich habe dir mein Herz geschenkt. Und wirklich, ich bereue es. Doch nicht, dass wer was Falsches denkt. Ich nehme jetzt ein neues. Ich habe ein Problem mit Autoritäten, wenn sie Autoritäten einfach sind und daraus Entscheidungen meinen treffen zu können. Ich finde das sehr schwierig, auch wenn Menschen zitiert werden, die schon tot sind und sich darum nicht mehr wehren können. Zitate, schon Oscar Wilde hat gesagt, ich weiß nicht. Also wenn... Ich finde das schlimm. Die können sich auch nicht wehren, die armen Menschen. Im folgenden Text geht es darum, über Menschen, die in allen möglichen Lebenssituationen meinen, zu wissen, wie Dinge gemacht werden müssen. Und in der dritten Strophe ist eine Kritik am US-amerikanischen Bestrafungssystem eingebaut. Nur ganz kurz. Ihr könnt ja mal juhen, wenn ihr hört, was die Stelle ist. Ich weiß, das ist... Also es ist aber auch unwichtig. Und so. Der Text heißt, dann ist aber Schluss. Wenn einmal ein Reimeschmied das Leid sich von der Seele nimmt und er dabei den Rhythmus flieht und es ihm sowas von scheißegal ist, ob der auch nur im Entferntesten stimmt, dann ist aber Schluss. Wenn er sich dann Dichter nennt und in einer Reihe glaubt, mit welchen, die er nicht mal kennt, nicht inhaltlich noch überhaupt, dann ist aber Schluss. Denn diese hätten ihm gezeigt, wo es lang geht und wer er ist. Die Meinung und den Marsch gegeigt, das Maß erklärt, mit dem man misst, wirklich, jetzt ist Schluss. Achtet er nicht auf sein Versmaß, studiert er nicht von früh bis spät, reimt er Ed auf Ed und das mit Spaß, dann ist er auch kein
Poet. Ihr habt am Schuss. Werte, entehrte, Gelehrte unter der Erde. Die Fährte der Gerte war die Verkehrte. Weil Härte die Herzen derer entleerte, die andere Werte verehrten. Und mehrere Lehrer die Fehler der Väter trotz sehender Mahner vermehrten. Wenn ein arbeitsloser Trinker auf der Parkbank Riesling trinkt und als pensionierter Stinker in die Grünanlage stinkt, dann ist aber Schluss. Wenn das Geld, das er verschwendet, aus dem Steuersack entschwindet, er es nur für Wein verwendet, mit dem er dann seinen Senf verwendet, dann ist aber Schluss. Dann kommen Vorschläge der Reichen, weil es dann endgültig reicht. Er solle ihre Boote streichen, weil man ihm sonst die Heizung streicht. Wirklich jetzt der Schluss. Sollte er nicht akzeptieren, hätte er damit akzeptiert, dann im Winter halt zu frieren. Selber schuld, wenn er friert. Ihr habt einen Schuss. Werte, entehrte, Gelehrte unter der Erde. Die Härte der Gärte war die Verkehrte, weil Härte die Herzen derer erklärte, die andere Werte verehrten und mehrere Lehrer die Fehler der Väter trotz sehender Mahner vermehrten. Wenn sie über die Stränge schlagen, wenn es diese Bengel wagen, dich erst nach dem Weg zu fragen und dann Hurensohn zu sagen, dann ist aber Schluss. Wenn Gewalt zum Hobby wird, Gangsterrap zum Lobby wird, wenn Behilf getötet wird und Asphalt gerötet wird, dann ist aber Schluss. Dann beginnt das Überlegen, du, früher hättest das nicht gegeben. Dann beginnt die laute Hetze, harte Hände und Gesetze. Wirklich, jetzt ist Schluss. Keine Gnade für die Schweine, so wie früher, an die Leine. Handelt hier mal jemand endlich? Und dann gibt's 12-mal lebenslänglich. Ihr habt doch einen Schuss. Werte, entehrte, Gelehrte unter der Erde. Die Pferde der Gärte war die Verkehrte, weil Härte die Herzen derer entehrte, die andere Werte verehrten und mehrere Lehrer die Fehler der Väter trotzdem der Mahner vermehrten. Und natürlich haben die Gelehrten sich dabei was gedacht, aber eben mehr als, das wird so gemacht. Aber so sicher wie der Affe sich vor dem Auto erschreckt, ist, dass der Dumme sich hinter Regeln versteckt, auch wenn er sie ganz anders versteht. Und weil sich mir bei dem Ansatz der Magen rumdreht, ist jetzt Schluss. Weil ich freitags keinen Fisch esse, du Bitchfresse. Und weil ich mich, wenn dann, dafür nicht an den Tisch setze, weil Autorität mir meistens suspekt ist, und weil Alter allein kein Grund für Respekt ist, ist jetzt Schluss. Werte, entehrte, Gelehrte unter der Erde. Die Fährte der Gärte war die Verkehrte, weil Härte die Herzen derer entleerte, die andere Werte verehrten. Sei es drum. Es ist ja nicht so, dass man mitmachen muss. Dreht euch ruhig im Grabe um. Aber für mich.